Ragnar Lodbrok liegt tot im Dreck Northumbrias. Dem angelsächsischen Zorn und Schlangengift erlegen. Die Rache folgte auf den Fuß. Seine Söhne verheerten und spalteten das Land und töteten jeden, der ihnen im Weg stand. Die Wikinger strömten gen Westen. Eine unersättliche Macht, die Alfred den Großen in die Knie zwang. Doch manche Männer sind nicht zu brechen. Wir schreiben das Jahr des Herrn 878. Wikinger siedeln, wo sie einst plünderten. Alfred von Wessex will die Inseln unter einem Banner vereinen. Doch eine neue Welle der Ehrgeizigen und Gierigen erhebt ihren Anspruch auf Britannien. Könige werden sich erheben. Nur einer wird herrschen. Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei Thrones of Britannia, ein neues Total War Spiel, das erste der Total War Saga Reihe. Und ja, mal gucken, was uns hier erwartet. So, Kampagne, neue Kampagne. Der Trailer hat ja gerade schon Bock gemacht. Ich habe jetzt erst gerade vor kurzem die vierte Staffel von Vikings geguckt. Da ist ja auch der Tod von Ragnar und wie die Söhne jetzt weitermachen. So quasi die Story. Und ja, wir spielen schon mal nicht Alfred. Was haben wir denn hier noch? Mercian Westsachsen. Achso, das sind nur englische Könige. Wir werden unser Möglichstes tun. Dann haben wir hier walisische Königreiche. Wir sind Arthurs Volk und reinen Herzens. Schwer, okay. Gelische Königreiche. Keiner wird gegen uns bestehen. Ach so, das sind die Urschotten, ne? Wikinger. Ach, hier haben zwei Wikingergruppen. Northumbria Ostanglien. Unsere Feinde sollen untergehen. Guthrum. Okay. Das realisieren wir. Und dann haben wir Seekönige der Wikinger. Dublin. Das realisieren wir. Stimmt, Dublin war ja mal. Oder wurde ja von den Wikingern gegründet damals. Hat was. Man könnte, wenn man in der Mitte ist, quasi mit der Seemacht. Denke ich mal, wenn man Schiffe hat, alle Staaten quasi hier zwischen den Kanal alle angreifen. Aber ich weiß nicht, was hier auf Irland los ist, was da noch für ja, Stämme oder Länder, Fraktionen sind, die vielleicht halt gegen die Wikinger sind. Nicht, dass ich hier gerade hier schön in Wessex unterwegs bin, hier unten, und wird dann hinterrücks von irgendwelchen anderen Armeen angegriffen. Da wäre ja hier noch verlasst euch auf uns. Quasi in der Mitte aus Angeln wäre auch einfach besser. Was ist das? Sudria? Sudria? Unsere Feinde sollen untergehen. Eirik. Der ist oben im Norden. Was haben die überhaupt für Vorteile? Also ich werde auf jeden Fall erstmal Wikinger spielen. Wir schwören treuen Dienst. So, gucken wir mal hier. Was war das? Northumbria. Mit König Gutfried. Ragnars Vermächtnis, Wikinger. Der Wikinger-Kriegsherr Ragnar wurde von den Angelsachsen getötet. Rächt seinen Tod. Klingt ja schon mal gut. 10% Ansturm auf alle Einheiten. Sehr starke Axtinfanterie. Verfügt über Berserker. Gute vielseitige Infanterie. Und mächtiger Speerkämpfer.
Was hat aus Angeln zu bieten? Blut wird fließen! Gudrums Wille, der König des Danelag. Däneland? Na egal. Belohnt diejenigen, die in seinem Namen plündern, erobern, erhaltet Kampfmissionen und einzigartige Belohnung für eure Kämpfe. +5 Nahkampffähigkeit für alle Einheiten bei Aufenthalt im feindlichen Gebiet. Sehr starke Axt. Mhm. Verfügt über Berserker. Okay. Ach, hier oben gibt es ja auch noch was. Einkommen und Überfälle. Also Einkommen 100% durch Überfälle. Diese Fraktion erfährt einen Moralbonus im Kampf gegen Erzfeind Angelsachsen. Okay. Verlasst euch auf uns! So ähnlich. Was haben wir jetzt bei Dublin? Unsere Feinde sollen untergehen. Expedition. Erwartet, aha, aha. Tribut, andere Königreiche. Andere Königreiche zahlen euch als Zeichen ihrer Unterwerfung Tribut. Oh, ist doch nett. Immun gegen Seekrankheit. Und Hochseeverschleiß. Mhm, das gibt's auch wieder. Sklavenhandel. Für manche ist die Haltung von Sklaven ein integraler Bestandteil ihrer Kultur. Erhaltet Sklaven, indem ihr Schlachten gewinnt, Siedlung plündert, ausraubt und besetzt, verkauft sie in jeder Runde und verbessert Schrallhändlern euer Einkommen. -15% Baukosten alle Regionen, sehr starke Axtinfanterie, verfügt über Berserker, generell gute Einheitenvielfalt und starke Speerträger. Ach, klingt auch nicht schlecht. Das Mist. Realisieren wir! Haben auch Thema Expedition, Tribut, das ist auch nett, immun gegen Seekrankheit ist auch okay. Versammlungsort, eine Versammlung freier Männer und Gesetzesgeber, die zusammenkommen, um über die Angelegenheiten des Tages zu entscheiden. Sie entsendet die Armee auf Mission, um sie beschäftigt zu halten. +5 Versorgung im fremden Territorium, sehr starke Axt. Und Schwertinfanterie-Einheiten verfügt über Berserker. Nordische Einheiten. Was sind denn nordische Einheiten? Gute Einheitenvielfalt. Ja, Eirik, dann nehme ich jetzt einfach mal dich. Ich bin hier schon viel zu lange auf dieser Ebene hier. So, Fraktionsinformation. Die Inseln der Westküste von Alba sind zahlreich und dünn besiedelt. Als die Wikinger sie überfielen und sich schließlich dort niederließen, hatte dies kaum eine Wirkung auf den Rest Britanniens. Sie nannten ihr neues Königreich Sudreya, die südlichen Inseln. Ah, ich nenne es einfach die südlichen Inseln. Um es vom Norden des Inselkönigreichs zu unterscheiden. Der von ihren Verwandten beherrscht wurde. Und obwohl Eiriks Königreich zerstreut und arm an Rohstoffen ist, dient es nun als sichere Basis, von der die Langschiffe zum Plündern oder Auskundschaften ausgeschickt werden. Okay, wir haben einen armen Start. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Was ist denn hier? Kampagneneinstellungen? Berater? Lassen wir erstmal so. Siegvorgaben? Achso, man kann Ruhm erwerben. Natürlich kurzer Sieg, dann machst du 256 Ruhm, oder muss man das, braucht man das halt, um zu gewinnen. Ihr erringt Ruhm, indem ihr den Einfluss eures Fraktionsführers steigert, den Kriegseifer steigert, Gebäude errichtet, Siedlung besetzt, nach Technologien forscht. Okay, das haben wir einmal kurz, einmal lang. Und dann haben wir wieder das Typische bei Total War, die Eroberungsgeschichten, beherrscht 40 Siedlungen. Beherrscht 10 Provinzen, dann haben wir den kurzen Sieg und beim langen Sieg, ja, 100 Siedlungen und 20 Provinzen. Kurzer Sieg im Königreich, beherrscht 15 Häfen. Ah, 15 Häfen. Muss man das auswählen? Nein, ne? Und beim kurzen 15 und beim langen 25. Ich entscheide immer so im Spielverlauf selber, was ich dann nehme. Oder ich zock einfach. Ich habe jetzt kein Ziel, einfach jetzt 40 Siedlungen zu erobern. Gucken wir, was passiert. So, Kampagne starten. Eirik, Herrscher der Südländer, Südlandinseln. So, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Gib Gas.
In der Zeit gönne ich mir mal einen Schluck Cappuccino. Und immer noch ein Ladebildschirm. Wenn jemand weiß, wie ich das hier richtig ausspreche. Sudrea? Ich weiß es nicht. Schreibt es bitte in die Kommentare. Eins muss ich vorneweg noch sagen, ich bin neu auf YouTube. Wenn euch was nicht gefällt oder wenn euch was gefällt oder wenn euch mein Kanal gefällt oder die Videos gefallen, bitte schreibt es in die Kommentare. Und jetzt gucken wir uns das Spiel an. Das große Heer hat England vielleicht terrorisiert. Doch wir haben diese Insel über Jahrzehnte ausgeplündert. Das Meer liegt uns im Blut. Wir machten uns von unserer Insel auf, um Ruhm zu erlangen. Wir wollen nicht nur rauben und plündern, sondern ein mächtiges Königreich gründen. Ein starker König kann uns die Ehre bescheren, auf der wir unser Vermächtnis aufbauen können. Über den Seeweg ist kein Thron außer Reichweite. Bald gehören alle diese Länder uns. Ja. Die westlichen Inseln sind euer Lehen. Doch ihr verdient mehr. Euer Volk besteht aus Seeräubern und Kämpfern, die die Welt erobern wollen. Das wissen wir. Baut euren Einfluss auf den Inseln aus und macht euch bereit, die Instabilität im Süden auszunutzen. Während die südlichen Gebiete sich streiten, könnt ihr die wahre Macht in Britannien werden. Eine eurer Armeen ist in eurer Hauptstadt stationiert, bereit, sie zu verteidigen. Eure andere Armee ist bereit, es mit den Rebellen im Osten aufzunehmen. Zerschlagt diese lokale Bedrohung, um eure Gebiete zu schützen. So, Mission erteilt. Wir sollten zunächst die innere Stabilität zurückerlangen, bevor wir den Blick jenseits unserer Grenzen wandern lassen. Untermauert euren Herrschaftsanspruch und löscht die nahen Rebellen aus. Machen wir doch. Das bringt als Belohnung innere Stabilität. Eliminiert Rebellen, ja. Armeen und Siedlungen können per Linksklick ausgewählt werden. Nee, komm. So weit brauche ich dich jetzt nicht. Unsere Feinde sollen untergehen. Genau. So, was haben wir denn alles Schönes hier? So. Ah, unser König kann sich noch nicht mal eine Kavallerie leisten. Er gehört einer Elite-Schwertkämpfereinheit an. Wenn ich das hier richtig sehe. Ich mag eher Helden auf oder generell eine Kavallerie. Was haben wir hier? Sperrinfanterie. Ostmänner-Kriegsbande. Was haben wir hier? Ostmänner-Axtkämpfer. Aha. Wie stark sind die denn überhaupt? Nahkampf 23, 35 und der hier zum 23. Also die haben eine starke Axtinfanterie-Einheit. Das ist dann wahrscheinlich die schwache Version davon. Nahkampfschaden, ja, Angriffsbonus, Schild 5 Unterschied und ja, die haben halt ganz klar eine Rüstung an. So, und Bogenschützen haben wir. Cool. Was hat denn unser Rebellen? Fall. 4 Einheiten. Ach komm. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Greift zu den Waffen, Männer. Zeit zu kämpfen. Es gibt 3 Möglichkeiten. Ja, es gibt 3 Möglichkeiten. Die 3 Möglichkeiten sind Gefecht manuell, was wir machen. Wir können uns zurückziehen, was wir nicht machen, weil hier sehen wir. Aha. Das ist so ein Balken, daran kann man ganz schnell erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir siegen. Und automatisch. Nein, wir wollen nicht automatisch, wir wollen kämpfen. Manuell. Und wieder ein Ladebildschirm. Was mich jetzt schon mal stört, was ich schon mal sagen kann, sind diese Bilder. Klar passen sie zu dieser Zeit, aber ich habe doch lieber irgendwie ein anderes Gesicht. Das ist mir irgendwie zu unpersönlich. Ach, wir. Eirik ist schon 43. Hat Einfluss 6. Okay, Hingabe 1, Regierung 1, Kommando 3. Was heißt, wir haben schon einen ziemlich alten Sack, oder? Ich nehme mal einen Schluck Cappuccino. Aber wir haben auf unserer Seite kaum Wald, ja? Ein bisschen hügelig. Ach, was ist er denn überhaupt? Kavallerie, oder was ist das hier? Plänkler-Kavallerie. Also die werfen irgendwas, denke ich mal, Speere. Haben wir einen Sperrkämpfer? Gut, haben wir. Dann hat der Sperrkämpfer... Gut,
Nicht mehr. Zack. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So, Wetterbedingungen. Als angreifende Streitkraft bleibt euch überlassen, auf günstigere Wetterbedingungen zu warten, ehe ihr zum Angriff erfolgt. Das ist doch schön. Das heißt, wenn wir keine Bogenschützen hätten, könnten wir zum Beispiel im Regen kämpfen, weil ich glaube auch in den anderen Spielen war es immer so, dass wenn du im Regen kämpfst, dass die Leute schlechter schießen können. Eure Truppen müssen vor dem Kampf aufgestellt werden. Links. Ja, das denke ich mir auch schon. So, wir sehen den Feind noch nicht. Ist natürlich unschön. Wäre natürlich toller, wenn wir ihn sehen würden. Das Gefecht wartet! Jo. Bogenschützen! Bogenschützen! Also ich weiß noch nicht, wie so meine optimale Aufstellung sein wird, aber... Gucken wir mal. Eure Geschossinfanterie vermag aus... Ja, komm. Das sehen wir schon. Hm, ich sehe den Feind überhaupt gar nicht. Ach, da oben kommt er erst. Wo kommt der denn her? Axtkämpfer! Zur Schlacht bereit! In Ordnung! Ach, eigentlich kommen wir alles hin. Der Feind nähert sich! Ach, natürlich. Nee. Jetzt haben wir das Problem, wir müssen bergauf kämpfen. Bewegung, Männer! Bergauf kämpfen ist nicht so toll. Bogenschützen! Zieht das Tempo an! Tempo steigern, Männer! Zieht das Tempo an! Stürzt euch auf! Tempo steigern, Männer! Ach, ich will nicht bergauf kämpfen, weil dann sind meine, unsere Leute sind dann ausgepowert. Erstmal ranholen. Der macht's natürlich richtig, ne? Und geht in den Wald. Dann sehe ich ihn quasi nicht. Und ich habe ihn auch nicht gesehen, weil ich hier wahrscheinlich unten am Tal, im Tal bin. Am Arsch der Welt quasi. Naja. Axtkämpfer! Axtkämpfer! Speerkämpfer! Bewegung, Männer! Von Odin auserwählt! Genau. Zieht das Tempo an! Beeilt euch! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ah, wunderbar. Das sind die Bogenschützen. Hm. Wir können sie besiegen. Ihr seid noch frisch, okay. Hat er hier irgendwelche Spezialfähigkeiten? Nö. Habt ihr irgendwie... Angstkämpfer! Ah! Ich hab gepennt! Sofort auf den da. Ja, ihr werdet getroffen. Ey, könnt ihr mal diese Leute da killen? Naja, reitet jetzt weg, ist schon klar. Ja, läuft es. Nehmt eure Befehle. Speerkämpfer! Da marschieren wir nach oben. Bogenschützen! Einer Gefangenen! Bogenschützen! Mach! Zieht das Tempo an! Wo ist die Schlacht? Also ich bekleckere mich hier gerade nicht mit Ruhm, also absolut nicht. Die letzten Male, dass ich Total War gespielt habe, habe ich immer Kavallerie gehabt. Immer Kavallerie. Immer. Wir werden beschossen. Wo ist die Schlacht? Da ist die Schlacht. General. Das Gefecht wartet. Könnt ihr nicht diese Typen da runterholen, oder was? Nehmt sie aus. Es sind erst 4 gefallen. Ihr seid die schlechtesten Bogenschützen ever. Anne, hier. Schildburg. Fantastisch. Bogenschützen! Unser General wird angegriffen. Ja. Feindliches Feuer! Na los, kommt ihr weiter. Bogenschützen! Geschosse abfeuern! Wir werden nicht verlieren!
Das nennt ihr einen ordentlichen Schildwall? Erbärmlich. Ja, wir werden getroffen. Haut die da um. Ja, komm, wir brauchen dich. Ich bin mit dem Bogenschützen nicht zufrieden. Ich dachte, die machen den eigentlich ziemlich schnell Platz. Ah, jetzt hat er ein paar verloren. Aber gut, dass man hier so einen Schildball machen kann. Habe ich nicht dran gedacht. Weil dann haben die jetzt ein bisschen Probleme. Dann verrecken die nicht so schnell. So. Gehen wir in den Wald. Ist auch doof, was ich mache mit dem General. So, jetzt können wir uns den da holen. Schildwall aufheben. Weiter. Wo ist die Schlacht? Das war äußerst knapp. Ach komm, General gegen General. Eirik macht das schon. Nein, da, kill die weiter, Mensch. Was macht ihr, Jungs? Na gut, er geht jetzt in den Nahkampf. Soll er doch. So, jetzt lernt nämlich mal die Kavallerie da hinten von dem anderen General. Ja, wir lernen jetzt mal die Spitzen kennen. Von den Speeren meiner Männer. So, der flüchtet. Hier ballert darauf weiter. Der feindliche General ist tot. So, den letzten will ich da auch haben. Ihr dürft die weiter abschlachten. Sieg. So. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt das Spiel beende. Wir haben hier noch Kavallerie. Wir haben da noch die Bogenschützen. Ob die noch existieren. Aber ich komme ja eh nicht hinterher so richtig. Ne? Testen wir mal. Also bei, ich glaube bei Total War Warhammer waren die meistens dann auch weg oder tot. Sag mal, beenden. Ja, ist schon klar. Dies ist zweifellos ein großartiger Sieg. Die Feinde sind tot oder rennen um ihr Leben. Ja. Ah, lecker Kapo. So, unsere Bogenschützen haben 45 bis 60 Mann weggeballert. Das ist jetzt nicht so der Hit. Ich habe da irgendwie mehr von erwartet. Und dann hatten die noch einen Höhenvorteil. Die waren auf dem Hügel. Und dass ich keine Kavallerie habe, das gefällt mir gar nicht. So, was kann man hier machen? Gefangene töten! Lasst niemanden am Leben! Na, die Bogenschützen leben ja komplett dennoch. Lasst niemanden am Leben, das Töten sämtlicher Überlebender mag euren Blutdurst stillen, aber euer Feind und dessen Verbündete werden großen Anstoß daran nehmen. Ja gut, das sind Rebellen, also das ist eigentlich egal. Wir können Einheiten verstärken. Krieger übernehmen, nimmt diejenigen, die zu kämpfen bereit sind, in eure Armee auf Verstärkung, bla, okay. Oder wir verkaufen sie wahrscheinlich als Sklaven. Lösegeld für Gefangene, feindliche Truppen zurück an ihren Kommandanten zu verkaufen, bringt euch Profit. Ja, macht aber auch keinen Sinn, weil es sind ja Rebellen, oder? Egal, ich entscheide mich mal lieber dafür. Los marschieren, Männer! Feind getötet, Mission. Ach nee, gar nicht. Das war der feindliche Rebellenanführer. Ja, den ist er. Tribut, positive Schritte. Ihr müsst Mut zeigen, eine feste Hand und eine weite Sicht in die Welt werden benötigt. Also, ups. benötigt. Um die Anerkennung zu erlangen, die ihr euch wünscht. Und die ihr verdient. Tribut. Aha. Oh. Der Kriegseifer ist gestiegen. Kriegseifer! Eure Soldaten sind bereit, euch zu dienen und freuen sich darauf, ihren König Ruhm einzubringen. Ja. Das war ja schon mal was. Wie viele Ländereien besitze ich denn? Würde mich mal so interessieren.
Also sie sind wirklich, wir haben hier die Hauptstadt Bornais. Oh Gott. Dun Bekan. Was sind das alles für Städte? Storno. Ah, Storno. Nee. Tja. Gut. Können wir noch weiter bewegen? Nee. Vorwärts. Ich würde den generell auslöschen. Achso, wir haben die Mission nicht geschafft, noch nicht beendet, weil wir haben ihn nicht restlos getötet. Okay. Nächste Runde. Ach, wir hätten die Städte ausbauen können. Naja. Das geht schon mal schneller als bei Rom 2 damals. Das hat ja damals, glaube ich, immer eine Minute gedauert, als das Spiel rauskam. Oder? Na, doch. Erfolg wird belohnt! Was? Kriegseifer gesunken? Euer Volk steht... Euer Volk steht der Idee eines Krieges gleichgültig gegenüber. Die Situation kann sich verschlechtern, wenn der Krieg noch länger anhält. Was seid ihr für ein Kriegermann? Einer eurer Adligen ist im Rang aufgestiegen und hat einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Oh, ist das schön. Fähigkeitenpunkte können ausgegeben werden, um Boni aus ihrem Gefolge zu erhalten. Klickt auf die Meldung oben am Bildschirm, um direkt zu den Details des Charakters zu gelangen. Verfügbare Fähigkeitenpunkte können für das Gefolge ausgegeben werden, das rechts in der Charakterübersicht angezeigt ist. Durch Verbesserung eines Gefolgsmannes wird wiederum die Effektivität des Adligen verbessert, dem er folgt. Ja. Also ein Statthalter, 42 Jahre. Gisli. Wir haben jetzt einen Fähigkeitspunkt bekommen. Das ist die Charakterübersicht. Also er ist 2 Punkt Loyalität. Regierung, Einfluss. Das ist wahrscheinlich sein Einfluss. Wenn der Wert natürlich schlecht ist, dann mag er uns nicht und läuft wahrscheinlich zum Feind über oder rebelliert. Minus 30 Korruption. Ist ja schon mal gut. Plus 20 für die Kirche, kontrollierte Provinz. Er ist langweilig, auch der Ärmste. Aha, vertrauenswürdig. Dieser Mann ist eine durch und durch ehrliche Haut. Gut. So, ach, hier gibt es ja ganz viel. Was haben wir hier? Streiter. Was bringt den Streiter? Ein auf Kommando. Ja, wenn er Statthalter ist, braucht er das schon mal nicht. Schreiber. 5% lokale Provinz, ein auf Regierung. Das klingt schon mal besser. Da er schon bei Regierung 3 hat. Bade. Hingabe braucht er nicht. Nahrung. Das Rekrutieren ist, glaube ich, mittlerweile hier anders. Es läuft jetzt nicht mehr einfach mit Kaufen oder so. Ich glaube, das läuft jetzt über Nahrung. Wenn man, sage ich mal, eine Nahrung von 1000 hat, dann kann man auch nur so spezielle Anzahl, also man kann nicht mehr Leute rekrutieren, weil dann würden wir ja verhungern. Da würden wahrscheinlich die Soldaten dann an Leben verlieren oder die Einheiten verlieren, definitiv. Einkommen durch Plündern braucht er nicht. Bewegungsreiche braucht er nicht. Wenn der Statthalter ist, bleibt er liegen. Feindliche Provinz, na. Belagungszeit. Ich würde hier einfach auf. In welcher Stadt bist du denn überhaupt, mein Freund? Das wäre nochmal eine Idee. Wahrscheinlich die Hauptstadt, ja? Gisli, wo bist du? Gisli. In welcher Stadt bist du? Wir hätten noch hier Einheiten, hat die Dame doch gesagt. Unsere Feinde sollen untergehen. Das ist aber nicht Gisli. Wo ist denn... Ach so, ist ein anderer Statthalter. Ach so, wir haben einen Statthalter automatisch überall, oder was? Das ist ja... Ah, hier ist Gisli. Okay. Was haben wir denn hier für Gebäude? Wir haben ein Kloster... Bringt schon mal minus 10 Produktion, wenn ich das richtig sehe. Oder verbraucht einfach. Das bringt plus 10. Handel einfach, denke ich mal, ne? Versorgung. Was ist das? Kupfer. Mhm. Können wir bauen. Joa. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich nehmen soll. Streiter, lokale Provinz. Ja, dann handeln wir ja wahrscheinlich. Machen wir das. Ah ja, und es gibt noch einen auf Regierung. Das ist sowieso gar nicht verkehrt. Gut. Familie.
Eirik hat eine Frau. Hakon. Der ist 14 Jahre alt. Okay, der wird wahrscheinlich der Erbe sein. Und dann haben wir noch Ketil. Auch noch sehr jung. Und eine Tochter, die wir verkaufen können. Verheiraten, Entschuldigung. Ja gut, das interessiert erstmal nicht. So, dann wollen wir doch mal. Kriegseifer haben wir schon gelesen, danke. Ich habe nicht gehustet. So. Unsere Feinde sollen untergehen. Richtig, sehe ich genauso. Greift an. Zeit zu kämpfen. Ja. Wägt eure Siegeschancen ab. Haben wir schon gemacht. Diesmal würde ich Autokampf nehmen, weil es sind ja nicht mehr so viele Einheiten. Und... Ah, jetzt kann man auch hier bei... wenn das die KI gemacht, wie... wie so grob unsere Leute vorgehen sollen. Also entweder sie aggressiv nach vorne. Ne, diese Option begünstigt Nahkampfeinheiten und führt generell zu höheren Verlusten. Auf beiden Seiten. Kämpft mit ausgewogener Taktik. Und einmal... Was war das damit? Kämpft mit ausgewogener Taktik. Diese Option begünstigt weder... Nahkampf noch Fernkampf allgemein. Also gemixt. Und defensiv ja, eher einigeln. Nehmen wir mal das mittlere. Zack, Rebellen sind hin. Schön erstmal baden gehen. So. Gefangene töten. Nee, wir brauchen 1%. Meine Fähigkeiten werden immer besser. So, und auch der Rebellenanführer Artgar ist gestorben. Mission erfolgreich. Wir sollten zunächst die innere Stabilität zurückerlangen, bevor wir... Achso, das war der Text von vorhin. Okay. Jetzt ist der Kriegseifer wieder gestiegen. Eure Soldaten sind bereit, euch zu dienen und freuen sich darauf, ihrem König Ruhm einzubringen. Ja. Das war jetzt die erste Schlacht. Wir haben schon wieder einen Aufstieg. Ah, der König selber. Das müsste Eirik sein. Eirik. Ich würde da Streiter geben. Wir haben viele Nahkampfeinheiten. So. General ersetzen wollen wir nicht. Ja, das war, würde ich jetzt erstmal so sagen... War erstmal ein kleiner Ausflug mit den Wikingern. Wir haben die Rebellen platt gemacht, ein bisschen um das Spiel angesehen. Oder von dem Spiel ein bisschen gesehen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache hier erstmal einen Break. Und vielleicht seht ihr auch die nächste Folge weiter, wenn wir weiter schlachten. Bis dann. Ciao.